nächsten Studenten, die nächsten Doktoranden und dann die nächsten Wissenschaftler, Arbeiter, Ärzte und alles rauskommen. Das ist ein wesentlicher Punkt und der sollte wirklich gepflegt werden, so viel man kann. Ich habe einen ganz kurzen Überblick gegeben. Sie sehen wahrscheinlich bei jedem einzelnen Gebiet, man effektiv stundenlang die Reden vermutlich tagelang diskutieren. Aber vielleicht hat es mir doch ein bisschen gezeigt, dass die Physik immer noch vital ist, dass sie nicht abgeschlossen ist, sondern Teil vom Ganzen und das Ganze wächst. Vielen Dank. Exkurs in die Wissenschaft und Forschung, also nach der geistigen Nahrung, möchten wir jetzt Ihren Gaumen verwöhnen. Wenn dann Ihnen Vorspeis und Suppe serviert wird, wird Sie den André Despont mit dezenter Tafelmusik unterhalten. Dazu wünsche ich Ihnen jetzt einen guten und eine angenehme Unterhaltung. Hat noch verschiedene andere, aber ich tue nicht den Mantel des Schweigens über die anderen Schrecklichkeiten, die das Intelligenzblatt über die Zürcher Zeitung verbreitet hat, tue ich jetzt da bereiten. Man hat auch das Justizwesen vom Kanton Schaffhausen relativ genau unter die Lupe genommen. Man hat festgestellt, im Jahr 1866, dass die Ausgaben über das Bundesobergericht, Kantonsgericht, Verhöramt und Bezirksgericht relativ hoch sind. In Worten steht da, in Worten wird ausgeschrieben 44.100 Bare Franken. Der Kanton Schaffhausen hat eine Bevölkerung von 38.000 Seelen. Jeder Kopfbedarf bezahlt demnach 1.16 Franken. Der Kanton Zürich hat 260.000 Einwohner. Wenn Zürich verhältnismäßig wie Schaffhausen für das Justizwesen bezahlen müsste, so würde das den Nachbarkanton 310.000 Franken kosten. Dazu sind aber die Zürichbieter viel zu gescheit. Sie bauen aus ihrem Geld lieber ein kantonales Krankenhaus oder eine Irrenanstalt oder unterstützen die Landwirtschaft und das Gewerbe. Bei uns verplempert man jährlich eine schöne Summe Geld, nur um 6 Bezirksgerichte und ein Kantonsgericht zu haben. Man meinte, man würde Diskussionen vor ein paar Jahren über ein Bezirksgericht da schon können lassen. Dann haben wir auch mit dem Bund relativ hart sind wir umgegangen. Als Leitartikel steht da, die Bundesversammlung hat durch den Abschluss des französischen Handelsvertrages die Bundesverfassung gebrochen. Das haben wir schon oft und mehrfach geschrieben. Wir wissen, es ist dies eine schwere Anklage, aber sie ist leider nach unserer vollsten Überzeugung wahr. Sprach und schloss die Debatte, Schaffhauser Intelligenzblatt. Dann haben wir auch noch Vertreter von der PTT unter uns. Jetzt lasse ich Ihnen auch, Herr Gresser, nicht etwas aus dem Jahr 1986, sondern aus dem Jahr 1862. Also im Gründungsjahr von der Schaffhauser Nachrichten. Schweizerisches. Die Zeitungsverleger in Bern sind über die Liebkosungen, mit denen der alternde Junggeselle Bundes- und Oberpost Jupiter Neff und seine Pfadfinder, neuerdings die schweizerische Presse, soll bedenken wollen, bereits in Alarm geraten und ordnen eine Deputation aus ihrer Mitte in den züchtigen Kreis des Post-Olympos, um zu wissen, ob man wirklich dort wieder Böses sinne gegen die schweizerische Presse und Rückschritt ersonnen von den Hungrigen und Wölfen der Bürokratie. Übrigens steht die ganze Gott sei Dank überwiegende unabhängige Presse auf dem Pikett
Und wenn ihr und ihrer Wirksamkeit wirklich ein Strick um den Hals gelegt oder zugedacht sein sollte, so wird der Kampf weitergehen. Sehr weit. Also, das sind ein paar Nüchterli aus der Schaffhauser Intelligenzblatt aus den Gründerjahren. Und als ich das gelesen habe, ist es mir irgendwo warm um Herz geworden, in zweifacher Hinsicht. Wenn man das liest, dann hat man nicht den Eindruck, dass sie zimperlich. Man hat auch nicht den Eindruck, dass sie sehr höflich, aber man hat einen Eindruck. Es ist irgendwo wahrhaftig. Es ist aus einer Überzeugung ausgesprochen. Und es ist auch sogar en connaissance de cause gesprochen. Und ich glaube, wahrhaftig, engagiert und en connaissance de cause, das sind drei Prinzipien, die auch heute noch jede Zeitungskritik auch für einen Außenstehenden verdaulich machen. Und die Zeitungsverleger und die Journalisten, die das einhalten, die finden zwar nicht überall den Beifall, aber sie finden Achtung oder Öffentlichkeit, und das ist etwas vom Wichtigsten. Noch ein Zitat möchte ich Ihnen sagen, meine Damen und Herren, um zu wissen, wie welcher Stil, dass man in dieser Zeit geschrieben hat, das ist mir wichtig. Dichter Jeremias Hotel hat in dieser Zeit und unter anderem folgende Sätze veröffentlicht. Ich weiß nicht wo, vielleicht nicht in einer Zeitung, vielleicht ist es in einem deiner Bücher. Auch unsere Großräte, welche im Wahne stecken, sobald ihr Sitzfleisch die grünen Bänke berühre, werde es voll Weisheit, werden die Wahrheit schwer verdauen können. Aber das hat es natürlicher gesagt. Ein miserables Pack versammelt sich doch kaum irgendwo auf Erden unter dem Namen von Räten als unsere sauberen Eidgenossen in Bern. Was ist das am Ende für eine Ehre, Heloten und Baulebuben zu sein? Jeremias Hotel. Meine Damen und Herren, genug der Zitate. Jetzt wäre es an mir, Ihnen auch einen Ausblick zu geben über das, was unser Blatt möchte sein und hin und wieder in lichten Augenblicken, und die sind nicht so selten, auch kann sein, aber auch hin und wieder mal verpasst. Ich weiß aber, dass wir durch andere Führung in Rückstand geraten sind. Und ich möchte eigentlich jetzt einen Bogen schlagen und das, was ich Ihnen nachher sagen wollte, Ihnen zur Lektüre empfehlen, weil Sie nachher das, was ich eigentlich hätte wollen oder sollen sagen, können lesen. Nämlich in der Zeitung, wo Sie am Schluss von unserer Versammlung als Zeitung von morgen können mit heine. Ich möchte nur noch zum Abschluss. Ist es mir ein grosses Bedürfnis, nochmal den Bogen zu schliessen, den Bogen zu schlagen zum Schluss, zum Anfang von unserer Zeitung. Wenn Sie sich vorstellen, 125 Jahre Kontinuität, man kann sagen, 100, etwa 15 Jahre davon Kontinuität, auch von einer Verlegerfamilie, so ist das nicht selbstverständlich. Früher hat man eine Zeitung, die vier Blatt, mit einem relativ, sicher nicht, also der Aufwand ist auch da, aber mit einem relativ bescheidenen Aufwand können führen. Ich stelle fest, aufgrund von unseren verfügbaren Zahlen, dass beispielsweise der Umsatz von der Schaffhauser Nachrichten vom Jahr 1910 bis ins Jahr 1985 um etwa 900% gestiegen ist. Also gewaltige Aufwand und auch Einnahmensteigerungen. Die Blättchen von damals sind eben hoch und gegangen und es war nicht so eine grosse Haupt- und Staatsaktion, wenn man eine Zeit gegründet hat oder wenn sie wieder untergegangen ist. Es waren Gesprächsforen, so wie man heute das Telefon geht oder wie man halt in den Glotzkasten hineinschaut. Und heute ist eine Zeitung, hat schon einen anderen Charakter bekommen. Und wir müssen daran denken, dass die Zeitung heute fast schon ein bisschen Rocher de Bronze von etwas geworden ist, das könnte vergehen. Nämlich die Kultur vom geschriebenen Wort. Und diese Kultur vom geschriebenen Wort, glaube ich,
ist es wert, dass man sie erhaltet? Und ist es wert, dass man sie berücksichtigt in der eidgenössischen Politik? Weil alles das, was jetzt flüchtig am Bildschirm oder am Radio entsteht, so schön, dass es ist und so gern, dass man auch mitmacht, kann, meine Damen und Herren, das, was wir bisher unter abendländischer Kultur verstanden haben, kann nicht in Zukunft tradieren. Es ist und bleibt eine flüchtige Sache. Und was ist es für ein herrliches Gefühl, wenn jemand, der sich für Geschichte interessiert, kann in einem Band blättern und schauen, wie haben unsere Altvorderen gedacht, wie haben sie geschrieben, wie haben sie gefühlt. Und ich möchte schon hoffen, dass der Geist von der Schriftkultur auch das Jahr 2000 unbeschadet kann überleben. 125 Jahre Zeitungsgeschichte erfüllt der heutige Verleger mit tiefer Dankbarkeit gegenüber den vergangenen Verlegergenerationen. Seit 1864 ist Schaffhauser Intelligenzblatt mit dem Namen von der Schaffhauser Familie Meyer verbunden. Nach dem Tod vom letzten Familiennachfolger Karl Oechslin Meyer, also dem Schwiegersohn, hat eine Stiftung, nämlich die Karl Oechslin Stiftung, Funktion von der Firma Kontinuität übernahm. Ihr Statut ist beweglich genug, um Entwicklungen zuzulassen, bietet aber auch die juristisch mögliche Gewähr dafür, dass die Schaffhauser Nachrichten ein persönlich geführtes, entwicklungsfähiges Presseunternehmen mit einer freiheitlichen Zielsetzung bleibt. Und in dieser Zielsetzung ist inbegriffen, dass die glückliche Tradition, die wir nur können verdanken als Nachfolger, mit dem Willen zur geistesgegenwärtigen Zukunftsgestaltung verbunden bleibt. Zum Zeichen von dem Dank an die vergangenen Verlegergenerationen ist es mir jetzt noch ein Bedürfnis und eine grosse Freude, der Marianne Oechslin, der Witwe vom verstorbenen Vorgängerverleger Dr. Karl Oechslin, ganz herzlich einen Blumenstrauß zu überreichen. Bevor Ihnen nun der Dessert serviert wird, darf ich Ihnen jetzt schon verraten, dass Sie nicht nur, wenn Sie heimgehen, eine Sonderausgabe bekommen von der Zeitung vom Morgen, also vom Dienstag-Samstag, sondern das übrigens mit einem aktuellen Bericht vom Auftakt unserer Jubiläumsfeier, sondern dass Sie auch einen Nachdruck, einen schönen Nachdruck von der Nummer 1 vom Schaffhauser Intelligenzblatt überkommen und dort drinnen können nachblättern. Als weiteres Geschenk, da auch noch eine Vorausinformation, geben wir Ihnen dann auch ein Buch mit heim, ein ganz neues Buch aus dem Verlag Meyer, wo eben der Dame nicht rausgekommen ist, vom Schaffhauser Bürgerpräsident, vom Hans-Peter Rohr, der auch unter uns ist. Es steht Schaffhausen im Bild von alten Karten da. Das voraus. Nun aber kommen wir zum Dessert und ich darf Ihnen auch da dazu einen guten wünschen. Ja, das ist ein bisschen.